Ich habe euch wieder 2 Wochen lang dabei gehabt und habe euch meine Outfits aufgenommen. Und die Basis dieses Videos besteht darin, zu zeigen, dass man wunderbar Secondhand einkaufen kann und wie ich einkaufe oder was ich an Kleidungsstücken habe, siehst du nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und es ist für mich und für die Umwelt natürlich immens wichtig, dass man auf Kleidungsstücke auch zurückgreift, die es schon auf dem Markt gibt oder eben Fair Fashion kauft. Wenn ich heute neue Kleidungsstücke kaufe, versuche ich eben auf Fair Fashion Marken zurückzugreifen. Das Geld, was ich mir beim Secondhand-Kauf spare, gebe ich dann natürlich bei der Fair Fashion genau an richtiger Stelle aus. Und ich möchte euch einfach zeigen, dass es echt kein Problem ist, dieses ganze System, was dieser Textilienindustrie unterliegt, zu hinterfragen. Und es ist auch wichtig, dass man das hinterfragt. Und bevor ich jetzt lange ins Quatschen komme, fangen wir mit Outfit Nummer 1 an. Da habe ich mein Cocay-Oberteil an, das ich mir über YouBab gekauft habe. Ich bin jetzt nicht so ein Marken-Junkie, definitiv nicht. Aber gerade wenn man sich Secondhand-Kleidungsstücke kauft, gerät man eben an solche Marken auch. Und das ist total interessant. Das hätte ich mir wahrscheinlich nie in neu gekauft. Nie und nimmer. Viel zu teuer. Dazu habe ich meine grüne Hose, die ich mir hier im letzten Jahr gekauft habe, diese hohe. Das passt auch richtig gut in Kombination. Also man probiert auch einfach mal aus, das mit dem, ob das irgendwie funktioniert und so weiter. Und es funktioniert optimal. Und dazu habe ich so ein letztes Mal meine schwarzen Chelsea Boots angehabt, weil jetzt ist es viel zu warm für die. War mir auch klar, als ich sie gekauft habe, das sind eben Winterschuhe, weil meine letzten Winterschuhe kaputt gegangen sind. Aber der nächste Winter kommt ja ganz bestimmt. Mein Outfit Nummer 2 ist der bekannte Trockenblumen-Pulli von Esprit, aber vom Flohmarkt gekauft für 2 Euro. Das war so eine ganz komische Größe, 2XL, und ich dachte mir erst so, da passen ja nie rein, was 2XL? Aber das sei anscheinend die Jugendgröße. Und von der Jugendmarke, ich kenne mich mit diesen Marken von Esprit etc., kenne ich mich gar nicht aus. Lernt man alles so mit der Zeit kennen, wenn man sich halt Kleidungsstücke von diesen einzelnen Marken eben Secondhand holt, dann weiß man beispielsweise, das fällt ein bisschen kleiner aus, das fällt ein bisschen größer aus und diese Jugendmarken fallen ja allgemein ein bisschen kleiner aus. Dazu wieder die grüne Hose. Die Kombination, die kennt ihr ja schon aus meinen anderen Videos. Funktioniert für mich echt gut, ist auch super bequem. Und da dazu habe ich meine hellen Chelsea Boots. Die liebe ich. Die haben nur einen Manko, wenn es regnet, dann kriegst du da drin nasse Füße. Das ist das einzige Manko. Aber ansonsten liebe ich diese Schuhe. Habe ich über YouBab. Das war so ein richtiger Schnapper. 8 Euro oder so, kann ich echt nichts sagen. Machen wir mit Outfit Nummer 3 weiter. Da habe ich ein braunes T-Shirt, wollte schon blau sagen, ein braunes T-Shirt an, das ich mir eben auch Secondhand gekauft habe. Dazu meine gestreifte Strickjacke, mit der bin ich so ein bisschen im Clinch. Die habe ich auch gekauft, weil sie ein Schnäppchen war. Die trage ich auch, weil ich sonst keine Strickjacken mehr habe, die mir so hundertprozentig passen. Aber die Farbe ist nicht so hundertprozentig meine. Also ich bin ja relativ, also ich bin ja ein kalter Typ und kalte Typen sollten so ein helles Grau nicht tragen. Und wenn ich da was Helles drunter trage, dann sieht es immer gleich blöd aus, finde ich. Also ich muss darauf achten, intensive Farben drunter zu tragen, dann passt es hundertprozentig. Dann habe ich dazu meine Mavi Jeans an. Und meine schwarzen Chelsea Boots tatsächlich nochmal. Jetzt könnte ich mir nicht vorstellen, die nochmal anzuziehen. Ist viel zu warm draußen, über 10 Grad. Im Outfit Nummer 4 trage ich meine Claudia-Kette. Die habe ich mal von meinen Freunden geschenkt bekommen. Die hat so feine Glieder. Mich wundert, dass ich die noch nicht kaputt gemacht bin, weil ich bin ein Tollpatsch. Dazu trage ich mein schwarzes Spitzenoberteil von H&M. Würde ich mir so nicht mehr nachkaufen, weil es eben doch eine Kunstfaser ist und ich versuche Kunstfasern aus dem Weg zu gehen.
Es ist jetzt falsch, aber ich versuche das zu minimieren. Und das ist jetzt halt ein Teil, das nicht notwendig ist. Ne? Also es ist zwar ein Hingucker, aber es ist nicht wichtig. Also es ist kein wichtiges Teil im Kleiderschrank. Dazu trage ich meine Mavi Jeans. Ich hätte echt gedacht von der LTB, ich habe ja die LTB und die Mavi zusammengekauft. Hätte ich echt gedacht, die LTB hebt mir länger, weil es der bessere Stoff ist, aber falsch gedacht. Der Mavi geht es noch richtig, richtig gut. Die gehen halt bei mir meistens zwischen den Beinen kaputt, wegen meiner Krankheit. Ich habe ja ein Lipödem. Kann man nichts dran ändern. Und ich habe tatsächlich zu diesem Outfit auch nochmal die schwarzen Chelsea Boots getragen. So kann sich das Wetter von Woche zu Woche einfach ändern. Mein Outfit Nummer 5 besteht aus meinem schwarz-weiß gestreiften Pulli. Den habe ich auch aus dem Kleiderladen. Der hat mich 4 Euro gekostet. Da kann ich echt gar nichts sagen. Und ich hätte nicht gedacht, als ich den gekauft habe, dass der mein Lieblingspulli wird. Aber mit dem Weiß, ich bin halt echt, ich bin chaotisch. Und ich bin voll die Kleckerlese. Muss da schon immer aufpassen, wenn ich das Ding anhabe. Aber ich mag ihn total gerne. Dazu trage ich meine 2,50 Euro Stoffhose von Esprit. Die habe ich auch zu einem super guten Schnapper bekommen. Also da kannst du echt auch gar nichts sagen. Und sie passt nicht hundertprozentig. Das muss man dazu auch sagen. Ja, es ist Größe 44. Ist auch mir zu groß, aber ist in Ordnung. Und zu dem Outfit trage ich meine schwarzen Athletic-Schuhe, die habe ich mir vor 2 Jahren zum Geburtstag gekauft. Das sind Fair Fashion Schuhe. Und so wie ich gesagt habe, wenn ich was neu kaufe, versuche ich eben schon auf solche Sachen dann zurückzugreifen. Also dass sie dann nach Möglichkeiten auch fair produziert wurden. Mein Outfit Nummer 6 besteht aus einem hellgrünen Longshirt. Habe ich auch vom Flohmarkt. Preis weiß ich nicht mehr, aber das hat auch so eine ganz komische Größe, so 2XL. Habe ich mir auch erst mal gedacht, so passt mir das? Aber ich habe es dann gekauft. Das ist von Marco Polo. Ich glaube so 2 Euro oder so habe ich bezahlt. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Dazu trage ich jetzt meine LTB Jeans, die eben zwischen den Beinen aufgibt. Leider. Also bei Jeans tut mir das immer so weh und bei Hosen, wenn sie mir komplett kaputt gehen. Ich muss halt immer so ein bisschen was auch besorgen, was so ein bisschen ja, Stoff hat, der was aushält. Ist eben wichtig. Und wenn es dann halt Sachen sind, die das eben nicht sind, dann tut mir das schon immer weh. Dazu trage ich meine hellen Chelsea Boots, weil es halt so wunderbar funktioniert hat. Ja, und das habe ich in 2 Wochen getragen an Outfits. Ja, es ist halt schon so, wenn du auf so Secondhand zurückgreifst, musst du schon so ein bisschen planen, wenn du was Spezielles suchst, wo du das findest. Aber es ist auch voll in Ordnung. In Städten wie Berlin kann man sich bei Humana ganz gut eindecken. Auch in anderen Großstädten gibt es immer mehr Secondhand-Läden. Ich gehe in unsere zwei jetzt nicht so gerne, die sind nicht so gut sortiert. Gehe aber dafür in den Kleiderladen ganz gerne und gehe ins Secondhand-Kaufhaus ganz gerne. Und den Rest bestelle ich über YouBub oder gucke eben auf dem Flohmarkt. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber es ist echt kein Problem. An der Hülle und Fülle, was es eben auf dem Markt inzwischen gibt, an Kleidungsstücken, da eben Dinge Secondhand zu kaufen, das ist eben unwahrscheinlich nachhaltig. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!